Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Jetzt. Jetzt? Jetzt! 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 Jetzt. Hallo, der ist Skyline mit Kuro hier und er hat eine Faust, ich habe einen Smiley. Und genauso wird das auch gleich aussehen, ich werde zwar die in die Fresse kriegen. Ich werde meinen neuesten Deck halt sozusagen spielen. Ist ein Wasserdeck, ist 2.0. Ich hatte es einmal fertig gehabt, habe aber jetzt haufenweise neue Karten dazu bekommen. Jetzt ist es neuer gemacht worden, also 2.0. Eigentlich eher blöd von mir gemacht, weil das. Die meisten Karten sind nur noch Haie und ich habe ziemlich viele gute Wassermonster rausgeschmissen, weil ich halt Haie nur drin haben wollte. Aber warum nicht? Das ist ein Fun-Deck. Und soll abheben Spaß noch. Spaß machen. So, jetzt wollen wir erstmal abheben. Fuck, 0. 7. Und schon wieder ist der legendäre Ozean komplett unten, Alter. Das hilft natürlich gar nicht. Da ist Skyline, da Kuro und jetzt geht's los. So, ich habe dann schon mal gezogen. Und ich fange schon mit einer Superkarte an, Verlockung der Finsternis. Ja, wäre schon wieder nur Scheiße gezogen. Ich darf zwei ziehen und dann ein Finsternis-Monster wegschmeißen. Entfernen? Ja. Na, Drelago. Dann kommen zwei Karten verdeckt. Und meine Grabwächterspriesterin. Sie wird als Teil der Toten behandelt, wenn sie auf dem Feld liegt. Und alle Grabwächtermonster bekommen 200 Attacke und Defense dazu. Das heißt jetzt 1200 Punkte in Angriff und 1700 in der Verteidigung. Und du bist dran. Ich ziehe fett eine Karte. Es ist zum Heulen nicht echt ohne Witz, ey. Ich rufe Riesenmaulhai. Der geht aus dem Spiel, weil er bodenlos fällt. Schöner Running Gag. Ja. Ups, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht mehr. Aber ich höre ihn noch schreien. Er ist schon wieder null Bock, Alter. Ich ziehe in letzter Zeit echt nur noch Crap. Egal welches Duell. Okay, ich leg dann eine Karte verdeckt ab. Also Monster verdeckt, eine Karte verdeckt und greife mit meiner Priesterin an. Mit 1200 Punkten. Und dann beende ich meinen Zug. Ich ziehe. Hier die Fallenkarte, oh Fisch. Ich darf ein verbanntes Monster in den Stack zurückmischen. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich kann nichts machen. Was? Ich kann nichts machen. Nur ein Witz. Ich mach's ja nicht mit Absicht. Dein Ofisch kommt auf Friedhof, oder nicht? Nee, ich schmeiß es auf die Spielfenster. Krieg dich doch einfach. Ja, mach. Es ist so erbärmlich. Okay, dann zieh ich. Ich spiele Tal der Toten. Mach doch. Du hast doch schon Tal der Toten entliegen. Ja, jetzt habe ich ein zweites. Dann decke ich mal verdecktes Monster auf. Ein Grabwächter-Spion. Mach, will ich nicht machen. Damit kann ich jetzt den 1500er Grabwächter von meinem Deck aufs Feld rufen. Ja. Und ich wähle eine Grabwächterspriesterin. Wie einfallsreich. Dann beschwöre ich meinen Grabwächter Celsier mit einem Tribut, weil es ein Grabwächter war, wenn den ich geopfert habe. Der bekommt 500 Punkte für jeden Grabwächter im Friedhof. Nein, stopp. 200 Punkte. Video ein bisschen zu versüßen. Man sieht die Katze nicht. Was? So. Also, normal. Er bekommt 200 Punkte für jeden Grabwächter in meinem Friedhof. Ja, mach Friedhof jetzt einfach und mach mich und fertig. 500 Punkte pro Zahl der Toten und 2x 200, also 400 wegen meinem Priester. Ja. Das sind insgesamt 1-1 mehr, ne? Mhm, das heißt, das Ding hat 3100. Wow, du kannst rechnen. Meine Priesterin bekommt 500, also bekommt 900 dazu. Dann greife ich dich zweimal mit 1900 direkt an. Einmal. Dann.
wupp, wupp. Zweimal, er hat noch 3000. Und dann mit 3-1. Zack, 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 zack. Herzlichen Glückwunsch, Skan, du hast verloren. Oh Mann, das war ja noch schneller. Warum? Die hatte ich noch. Da, was soll ich machen? Ich zieh, aber jetzt mal ohne Witz, das ist keine Ausrede, er kann es bezeugen. Ich zieh nur noch so eine Scheiße. Ja. Jedes Duell, ich hätte, bei einigen habe ich mal was Gutes, okay? Aber ich zieh wirklich nur noch so einen Crap zur Zeit. Ich glaube, du kannst gleich sitzen bleiben. Okay, für euch geht's dann das nächste Mal weiter mit dem Spiel um Platz 3. Und 4. Und um 4 und natürlich als übernächstes dann mit dem Spiel um Platz 1 und 2.